Heute gegen Mittag kam es zu einer Brandentwicklung in Küps, Ortsteil Au. Es wurde vermeldet, dass eine Kfz-Halle im Brand stehen würde. Kurze Zeit nach 12 Uhr kamen die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, stellten fest, dass eine Lagerhalle lichterloh in Flammen stand. Nach jetzigem Erkenntnisstand hat wohl der Betreiber Umräumungsarbeiten mit einem Gabelstapler dort durchgeführt. Und bei dieser Umsetzung von Karosserieteilen kam es zu einer Verpuffung in dieser Lagerhalle. Das erste Lagerbild, das sich den Einsatzkräften der Feuerwehr dargestellt hat, wie gesagt, war ein Vollbrand der Lagerhalle. Angrenzend an der Lagerhalle befand sich ein Gastank, der im ersten Löschangriff durch die Feuerwehrkräfte abgekühlt werden musste, um eine Explosionsgefahr zu unterbinden. Es waren Einsatzkräfte von der Feuerwehr, 147 Einsatzkräfte vor Ort, aus den verschiedenen Gemeindenteilen und auch aus der Stadt Kronach selbst. Rettungskräfte von THW waren vor Ort und auch vom Rettungsdienst BRK. Beim Eintreffen habe ich dann gesehen, dass die Halle in Vollbrand steht. Wir haben den Gastank, der an der Nordseite steht, am Anfang gleich geschützt und haben den auch erfolgreich gehalten. Wir haben Wasserversorgung vom den angrenzenden Fluss gelegt und haben das Hydrantennetz auch genutzt und haben dann die Brandbekämpfung begonnen und natürlich die massive Kühlung des Gastanks, wo vorausgegangen ist. Für die Nachbarn, in umliegenden Nachbarn gab es keine Probleme. Unsere Feuerwehren waren mit Abendschutz im Einsatz und haben das eigentlich dann relativ schnell unter Kontrolle gehabt.